Moin, moin, Matrosen. Hier sind der Tommy von Two Crazy Games und der Klabautermann von Klabautermann LP. Und wir spielen zusammen Player Unknowns. Nein, jetzt habe ich es wieder verkackt. Players Unknowns Battlegrounds. Player Unknowns Battlegrounds. Und wir müssen jetzt überlegen, wo wir hinfliegen. Da fliegt die Flugzeug hin und wir fliegen. Wo fliegen wir denn hin? So, wir fliegen hier hin. Ja, ich würde vor. Ja, das sieht gut aus. Ja, auf meine Aufnahme läuft übrigens. Ja, meine auch. Zählst du an oder soll ich anzählen? Zähl du mal an. Ah nein, pass auf. Zwei Noobs auf dem Schlachtfeld. Ducken, schleichen, wegrennen. Nein, und jetzt raus. Jetzt! So, also ich habe mir für diese Folge vorgenommen, dass ich diesmal einen umklatsche. Na dann. Wie siehst du das? Ich bin auch dafür, dass ich einen umklatsche. Perfekt. Klatschen wir uns gegenseitig um, dann haben wir unsere Versprechen eingelöst. So, wir können jetzt ziemlich steil in den Sturzflug runtergehen, weil wir sind schon da, wo wir hin wollten. Wie mache ich das? Ach so. Einfach nach unten. Nicht, dass ich jetzt hier im Wasser lande. Ach so, ich muss dann quasi so. Ich muss dann quasi so hin und her semmeln. Bist du eigentlich schon mal Fallschirm gesprungen? In echt? Gott bewahre. Ja, in echt jetzt. Ich bräuchte danach ein neues Unterhöschen. Ja, hallo. Du brauchst ein neues Unterhöschen, ich brauche einen Herzschrittmacher danach. Ja. Und einen Arschdoktor, weil mein Arsch gerissen wäre, weil so viel Dünnschiss rauskam. Da steht übrigens eine Karre. Zwei sogar. Das heißt, wir können hier direkt einen nehmen. Also ich glaube, ich würde mich das auch nie wirklich trauen irgendwie. Willst du eine Karre nehmen und gleich weg? Also ich habe so eine Grundausstattung an Wumme habe ich schon. Ja, ich bin hier gerade am Looten. Also das Haus scheint nicht so gut bestückt zu sein. Ich bin allerdings noch nicht ganz durch. Vielleicht habe ich ja Glück und ich finde hier noch so ein, zwei Sachen. Eventuell vielleicht auf dem Balkon? Auf dem Balkon? Balkonien? Nee. Hier haben wir nichts. Da haben wir nichts. Da war ich aber schon mal drin. Junge. So. Ja, ich würde sagen... Oh, hier also sind Stiefel. Hier drüben liegt noch eine Schrotflinte, wenn du die brauchst. Perfekt. Ja, ich komme sofort rüber. Ich komme zu dir. Ansonsten können wir an die Karre gehen. Bestimmt. Ich hab's irgendwie im Urin, dass wir jetzt hier direkt gleich Besuch kriegen. Das kann gut sein. Wieso kann ich diese Tür nicht zumachen? Jetzt. Ich helfe dir. Nee, du sollst ja in den rechten Bereich rübergehen und sollst dir die Schrotflinte holen. Achso, ich dachte, ich sollte die Tür zumachen. Jetzt ist es zu. Wenn ich sie schon nicht aufhalten darf für dich, ja, dann lass mich wieder wenigstens zumachen. Wo waren die beiden Karren? Direkt vor der Tür. Eine ja. Direkt am Dann liegt. Ich probiere. Wie kann man denn jetzt hier nur einen Teil des Schrots hinlegen? Ich brauche Munition. Ja, ich leg dir hier mal was hin. Das ist leider alles, was ich hab. Hier. Da, wo ich hinziehe. Das ist nicht genug. Dann lad mal durch und lass uns zu der Karre flitzen. Go, nach dir. Nur wo fahren wir dann hin? Hier weiß ich nicht. Such du ein Ziel aus. Okay, lass uns schnell gehen, weil die rote Zone kommt. Hier, hier zu mir. Die eine Karre könnte kaputt sein. Die andere auch. Okay, wir müssen irgendwo wieder rein, sonst fallen uns die Bomben auf den Kopf. Warum fallen die eigentlich Bomben runter? Weil wir jetzt in der roten Zone sind. Ach, das hast du noch gar nicht erlebt. Oder doch? Ja doch, dass Bomben runterkommen, habe ich schon erlebt. Aber hier hast du schon gelootet und nichts gefunden? Nee, in dem Haus war ich noch gar nicht drin. Ah, okay. Ich dachte schon, ich müsste dich schimpfen, weil du nicht ordentlich geguckt hast. Nee, ich hab ordentlich geguckt, aber ich war nicht in dem Haus. Ich brauche einen Rucksack. Ich bin jetzt erschrocken, ey. Na, das hätte ein bisschen nach hinten losgehen können. Hätte, ne? Lustig werden können.
Guck mal hier im Klo, da liegt noch einiges an Schrotflintenmunition. Da liegt auch so ein Choke. So, nee, ich glaube, ich nehme die andere Waffe wieder. Da war, glaube ich, ein bisschen, ging, glaube ich, ein bisschen mehr rein. So, jetzt sind wir mittendrin im Kreis. Ja, jetzt müssen wir mal gucken. Ich würde fast eher nach Norden über die Straße drüber. Na dann. Wobei, das ist halt unter der Fluglinie von dem Flugzeug drunter. Das war gar kein so cleverer Platz. Oder wollen wir hier hingehen? Oder wir könnten auch an den Strand runter und versuchen, uns da irgendwo am Strand zu verstecken, in der Hoffnung. Nee, der Wedel doch rein. Also quasi hier. Oder hier. Ja, nimm mal das, wo du jetzt hin bist. Lass uns mal versuchen, okay, darüber zu schlagen. Alles klar. Dann. Go, go, go. Hier ist eine Karre. Nehmen wir doch die und fahren mal einfach ein bisschen weiter weg. Na dann, so, markiere. Bin drin. Ich guck mal nach einem. Lass uns umdrehen und nach Westen fahren. Jetzt steht da genau eine rote Zone. Was ein Scheiß. Dann fahren wir da hoch. Dann fahren wir schräg rechts hoch. Siehst du meinen Waypoint? Ne, wahrscheinlich nicht. Dann fahr doch, mal. Doch. Fahr mal der jetzt. Blaue. Genau, fahr mal jetzt rechts hoch, dass wir nicht in die rote Zone reinkommen. Und dann eher in die rechten Gebäude, an die rechten Gebäude halten. Ne, Vorsicht, da drüben, bei den linken Gebäuden taucht gleich die Zone auf. Wir gehen einfach mal da rein. So komme ich hier nicht drüber, verdammte Hacke. Das war jetzt super. So, Rucksack. Was da an? Hier oben liegt noch ein Sturmgewehr. Guck mal, ob du das haben willst, weil wenn nicht, würde ich die Munition nehmen. Ja, ich komme gerade rüber. Ich will nur mal gerade schauen. Wo? Da. Ja, dann nehme ich die. Dann nehme ich das Sturmgewehr. Das habe ich ein bisschen. Weil sonst hätte ich nur Schrotflinten gehabt. Oh, ich habe gerade was Schönes gefunden. Was ist ein Klopapier? Einen schicken Helm. Cool. Sehr, sehr gut. So, wohin gehen wir jetzt? Wollen wir mal die anderen Häuser noch durchsuchen? Ja. Wenn wir jetzt eh schon mal hier sind. Hier liegt noch ein Rucksack, falls du brauchst. Ich habe schon Stufe 2 Rucksack gefunden. So. War das kein zweistöckiges Gebäude? Wo komme ich denn hier hoch? So. Dann gehen wir mal noch. Warst du in dem großen Haus schon drin? Welches große Haus? Da, wo unser Marker dran ist oder wo der blaue Marker dran ist. Nee, da war ich noch nicht. So.
So, was ist das denn hier? 9mm Munition en masse. Eine Uzi! Cool, ich habe eine Uzi. Voll so ein Erlebnis, weißt du? Ich bin jetzt in einem großen Haus im ersten Obergeschoss und durchsuche das mal. Ja. Yeah. Und war noch nicht im Erdgeschoss. Ich habe auch eine Uzi. Und einen Pistolenschalldämpfer, aber keine Pistole. Kann ich mal gucken, was ich hier schon habe? So, mal gucken, ob hier noch was rumliegt. Ich habe irgendwie das blöde Gefühl. Ja, wir sind super. Also bis darauf, ja, dass ich nicht weiß. Wir sind schon ziemlich geil, ich weiß. Bis darauf, dass du wahrscheinlich irgendwann. Wir können uns jetzt auch hier in dem Haus verschanzen. Ja, lass uns das mal probieren. Wollen wir irgendwo in unseren Raum setzen oder das wär langweilig? Ich weiß es nicht, was da am cleversten ist. Also eigentlich in den ersten Stock, sodass wir ins Erdgeschoss runterzielen können, dass wenn jemand reinkommt, wir den sehen, bevor er uns sieht. Und da wäre hier eine Treppe und ich glaube aber, es gibt noch eine Treppe. Oder gibt es nur die eine? Also ich halte jetzt hier genau noch 1000 Minuten drauf. Irgendwie mache ich hier die Tür zu. Und dann warte ich hier, das ist mir egal. Nee, es gibt doch nur die hier. Es könnte sich auch einer unter die Treppe setzen. Ja, aber muss man riskieren? Also ja, ich würde sagen, solange... Solange wie möglich. Die Zone nicht abhaut. Na gut, beim nächsten Mal kann es gut sein, dass uns die Zone dann doch abhaut. Ja, da müssen wir halt flitzen, aber... So an sich? Ja, lass doch die anderen sich gegenseitig töten. Schleichen, ducken, wegrennen. Beziehungsweise wir können auch die Strategie fahren, dass wir die Zone mal kommen lassen und auch über uns hinweggehen lassen. Ich weiß nicht, wie viel Medpacks du schon gefunden hast. Nichts. Okay, ich habe auch nur ein bisschen was. Dann ist das eine begrenzt clevere Taktik. Wie bist du eigentlich in den zweiten Stock gekommen? Über die Treppe. Aha. Unter der ich gerade sitze? Auf der ich sitze. Gut. Ich könnte mir sogar fast vorstellen, dass hier Leute vorbeikommen werden. Das hoffe ich doch. Sonst ist das Campen ja ganz umsonst. Du sitzt jetzt direkt unter mir, ne? Eigentlich müsste man hier irgendeine so eine lustige... Das ist im Süden, die rote Zone. Tatsache. Ich weiß nicht, ist es cleverer, weiter vorne zu sitzen, direkt auf der Treppe zu sitzen, oder? Nee, setzt du dich ruhig mal so, dass... Also ich bin sozusagen die Vorhut. Wenn mich einer weggenatzt hat, muss er immer noch an dir vorbei. Oder ich kann dir also vielleicht... Ich ziehe jetzt genau auf die Tür. Sobald die Tür aufgeht, drücke ich ab. Das ist ein Plan. Aber du hast die andere Tür dann nicht im Blick, oder? Welche andere? Am Ende der Treppe links ist eine Tür. Ja, aber das ist ein Balkon. Oder könnte da auch einer rein? Da kann auch jemand reinkommen. Es ist auch kein Balkon. Ach echt? Das ist ein großer Raum. Ein großer Erdgeschossraum. Moment, jetzt. Hast du gerade die Tür zugemacht? Ja, das war ich. Okay. Ich mache hier oben gerade alles zu.
Ich höre ein Ich höre Auto. dich auch. Dann komm ans Ende der Treppe und beweg dich nicht mehr. Am besten jetzt schon nicht mehr, weil man hört deine Schritte. Nicht bewegen! Ja, Nicht so laut. das Auto hat gerade gehalten, glaube ich. Oh, ich bin richtig aufgeregt. Ich höre das Auto, was irgendwo fährt. Die checken wahrscheinlich so ein bisschen die Lage aus dem Auto raus. Kann sein. Scheiße, jetzt hört man nicht mehr so viel. Ist deine Knarre geladen? Jupp. Be Gut. beide. Junge, wir sterben hier. Vielleicht warten die auch draußen. Vielleicht wissen die, dass wir hier drin sind. Und warten, bis wir das Haus verlassen. Ja, aber dann müssten sie mehrere Eingänge bewachen. Und die sind nur zwei, ne? Aha. Ich glaube, die sind weitergefahren. Okay, die Zone kommt. Lass mal noch still sitzen bleiben, bis wir wissen, wann der nächste, wo der nächste Kreis hingeht. Okay, wir sind nicht mehr drin. Wo drin? Im nächsten Kreis. Ja, dann müssen wir los. Ja. Wollen wir? Jupp. Moment, bevor wir hier rausgehen. Ich habe schon was markiert. Ich sehe hier nach hinten. Die sind hier nicht mehr. Das ist ein kaputtes Auto. So, wir müssen. Haben wir da unten geparkt? Ja, wie war denn das, ne? Ja. Dann lass uns flitzen. Warum komme ich jetzt hier nicht raus? Bin ich hier vorhin nicht reingegangen? Weh, ich bin jetzt festgepackt. Durch Fallen ausgenockt. Kannst du mich retten? Wo auch immer ich gerade runtergefallen bin. Wo bist denn du? Ich komme. Oben, wo wir gerade. Na toll. Jetzt, wo wir es eilig haben, backst du dich fest. Wie mache ich denn das Einfach überhaupt? nur mehr auf F drücken. Und Achso. halten, gedrückt halten. Ach, das dauert echt so lange? Ja. Warum auch immer ich mich durch Wir Fallen kriegen ausgenockt. Besuch. Bleib geduckt. Wieso kann ich denn jetzt hier? Aha. Wo ist er denn? Hinterm Auto oder wo? Hinterm Auto. Ich sehe sein Gewehr. Wo ist der andere? Ist die spannende Frage. Vielleicht auch schon tot.
Okay, ich renne mal links rum und guck mal, ob ich ihn von links irgendwie umlaufen kann. Oh, hast du das? Nee. Vorsicht, ducken, geduckt bleiben. Die haben uns ja irgendwo im Visier. Dann rennen wir jetzt einfach vor ihm weg. Okay, und ich muss mich mal heilen, sehe ich Vorsicht, gerade. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Nicht stehen bleiben. Ich muss mich heilen. Wollen wir wegrennen oder was machen wir? Ja, wir müssen jetzt mal gucken. Wir müssen los. Ja, zum blauen Pointer. On go. Die Linie kommt. Hä? Fährst du Auto? Nein. Wo war das Auto? Nein, der ist hier bei mir. Komm, wo bist du? Weit weg. Das ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht wahr. Ich war. Fuck, die falsche Waffe. Wo rennst du denn hin, Klavi? Mann, ich dachte, du bist direkt hinter mir. Ich wollte zum Auto. Da hinten läuft er. Komm, den erwischst du noch. Wo ist er? Er ist hinter Baum und heilt sich. Die Noobs unter sich, weißt du? Ich glaube, Ah, rette mich, heil das mich. war's. Das war's auch. Scheiße. Wunden werden verbunden. Wunden werden verbunden. Oh yeah. Wow, jetzt wird's eng. Jetzt ist auch vorbei. Ja. Nein, ich hab noch. Ich lebe so lange ich kann. Ich verbinde mich, bis ich umkippe. Alter, ich habe echt gedacht, du bist hinter mir. Der ist wahrscheinlich auch schon tot. Das kann sein. Kann sein, dass er echt schnappgenippelt ist. Rechts von dir, guck mal rechts. Nee, das sah nur so aus, okay. Da läuft Sorry. nichts mehr. Ah, 25. Hä? 25 und D. Ach so, wir waren Team 15 von 49. Scheinbar, ja. Ja, dann würde ich sagen, war das wieder eine sehr spannende Folge. Ich freue mich. Ja, oh Mann. Ach so, und Klabbi, in solchen Sachen musst du hinter mir bleiben. Ich wollte nämlich, ich habe doch meiner Frau versprochen, mindestens einen umzunatzen. Da musst du mir Rückendeckung geben, Mann! Oh Mann, Mann, Mann. Ja, also ich Ja, du finde wirst dich. Schleichen, Ducken, Wegrennen gar nicht so verkehrt. Nach Nubig unserem Motto, alle Ehre, würde ich sagen. auch. Wenn es euch gefallen hat, lasst dann Daumen oder sonst was da und empfehlen Sie uns weiter. Genau. Vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zur nächsten Folge. Wir sind raus. Ciao. Tschüss.